Jetzt reicht's mir. Tut mir leid, ich gehe. Nein, doch. Moin Leute, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Heute wieder mal eine Tabakvorstellung und zwar von Infinity, dem Bounty. Der ja, wie der Name schon sagt, ein wenig an Bounty erinnern soll. Sven, stell euch jetzt unser Setup vor und dann kommen wir gleich zum Geruch. Wir rauchen heute mit der Bonnie, der in Cars Apo und mein Kamin mit drei Black Kokos. Und was hältst du von dem Geruch? Vom Geruch her, also man riecht auf jeden Fall die Schokoladennote raus. Sorry, ich hab dir zugemacht. Also man riecht auf jeden Fall die Schokoladennote raus. Auch die Kokosnote, also eher auch Kokos als Schokolade. Nice. Ich finde, der riecht extrem nach Kokos. Schokolade geht. Ja, geschmacklich. Muss ich ehrlich zugeben, Kokos vielleicht minimal. Mich erinnert das einfach extrem an eine Kaffeenote. Dass man also so. Ja, wir haben schon gesagt, wenn man dazu jetzt einen schönen Kaffee trinkt, da passt der Tabak irgendwie auch zu, weil der irgendwie, also für mich ist das 90% Kaffeegeschmack und ja, dann so ein bisschen vielleicht dieses schokoladig, kokosartige, aber ja, oder was meinst du dazu? Ich würde eher sagen, so ein Schoko-Cappuccino, das trifft es, glaube ich, eher. Mhm. Ja, das aber, stimmt, oder sowas, ja. Ja, aber die Rauchentwicklung ist gut, ja. Also für Infinity jetzt. Genau. Schnitt blenden wir euch wie immer ein, ist aber ein relativ feiner Schnitt auf jeden Fall. Der Tabak, den wir jetzt hier haben, der ist rot eingefärbt. Warum auch immer, keine Ahnung. Genau, nee, Schnitt ist aber auf jeden Fall fein, würde ich sagen. Ne? Keine Äste drin, gar nichts. Nee, Äste sind überhaupt nicht drin. Genau, preislich liegt der Infinity Tabak bei 14,90 für 200 Gramm. Also ein solider Preis. Auf jeden Fall ein solider Preis. Genau, ja, die Dose. Sieht so aus letztendlich. Machen wir das Ganze ja eh wieder vors Video, dann seht ihr auf jeden Fall, wie die Dose aussieht. Und wir machen nachher, wie gesagt, auch noch Fotos dafür. Wenn euch das Video gefällt, lasst den Daumen nach oben und ein Abo da. Genau. Und dann sehen wir uns auch schon Donnerstag wieder. Vielleicht auch zeitiger mit einer kleinen Überraschung. Das wissen wir aber noch nicht ganz genau. Aber Donnerstag auf jeden Fall. Wahrscheinlich wieder mit einer Pfeifenvorstellung. Vielleicht auch mit ein, zwei anderen Sachen. Schauen wir mal. Bis Donnerstag. Ciao.